Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute, beziehungsweise gestern kam ja der neue Ort hier rein und normalerweise, immer wenn so ein neuer Ort hier reinkommt, wie es auch schon Retail Row und so ist, wäre der Generator weggegangen. Allerdings ist das hier jetzt nicht der Fall und der Generator hier, der den Rift dort oben auch in der Luft erzeugt hat, ist immer noch hier. In Tilted Town steht er nicht, da am Sportplatz steht er nicht und in Retail Row steht er auch nicht. Hier steht er jedoch immer noch und das könnte natürlich verschiedene Gründe haben. Zum einen, vielleicht hat es Epic Games auch vergessen müssen, wobei sie es dann wahrscheinlich bis jetzt auch schon rausgepatcht hätten. Ist ja nicht schwierig für die. Allerdings kann es auch noch einen zweiten Grund haben, und zwar ist ja hier die Stadt Pandora nur für 2 Wochen vorhanden, nämlich bis zum nächsten großen Update 10.3. Danach wird die ganze Stadt und damit auch die Kooperation mit Borderlands 3 wieder entfernt aus Fortnite. Und da muss hier natürlich wieder ein neuer Ort hin. Vielleicht bleibt der Generator dann so lange stehen und in den 2 Wochen dann wird der Generator nochmal angeschmissen und dann kommt hier vielleicht ein anderer Ort rein, wie zum Beispiel Moisty Meyer. Könnte gut sein. Schreibt mal gerne eure Meinung, was ihr gedenkt, was hier noch hinkommen könnte in den Kommentare. Weil ja hier früher auch Moisty Meyer war, bisher ist es immer so, dass ist ja ein anderer Ort reingekommen ist, wenn es zumindest ein großer Ort ist. Und hier ist ja auch keine große, obwohl es eine große Region ist, ist ja kein neuer Ortname hingekommen. Ja. Dann gibt es als nächstes auch weitere Leaks jetzt, die auf uns warten. Und zwar kommt Kevin zurück. Kevin, unser, zumindest mein Lieblings-Event persönlich in Fortnite. Ich habe es geliebt, Kevin immer zuzuschauen. Es war einfach extrem spannend, was wird als nächstes passieren. Die Insel als Würfelform und alles. Und das Ganze wird jetzt zurückkommen. Und zwar wird das wahrscheinlich neben Battlefields hier hinkommen. Und dazu werde ich euch jetzt auch mal ein Bild zeigen. So, und zwar seht ihr hier ein Ladebildschirm. Und zwar ist das, glaube ich, der Ladebildschirm der nächsten Woche. Beziehungsweise der Ladebildschirm, glaube ich, von der dieswöchigen oder von der nächstwöchigen Challenge, von den dieswöchigen oder nächstwöchigen Challenges. Und hier sieht man Battlefield, ganz leicht zu erkennen, ist nicht Anarchy Acres. Zum einen hier der Schneeberg, da hinten auch noch der andere Berg und hier dann auch noch der See, der dort ist. Allerdings sieht man hier auf der linken Seite wieder die fliegende Insel, in einer anderen Form jedoch, weil man hier oben auch ein Hotelschild sieht. Und ja, das Ganze nicht wirklich aussieht wie die alte Insel. Und dazu werde ich euch gleich auch nochmal ein Video einblenden. Allerdings zuerst kann man mal analysieren, was man hier sonst noch sehen kann. Und zwar hat ja Kevin hier noch so ein, ja, so ein Strudel im Prinzip drumherum und hebt hier auch im Prinzip die ganzen Zäune und so an. Das Ganze kann natürlich auch nur ein Render sein. Das heißt, das im Prinzip beabsichtigt. Einfach nur das hinzugefügt wurde, damit es ein bisschen cooler aussieht. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass es wirklich so ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass da auch wirklich dann so ein Strudel hinkommt. Vielleicht nicht ganz so, wie der Sturm direkt, sondern dass es ein bisschen transparenter alles ist, kann ich mir schon gut vorstellen. So, dann werde ich euch jetzt noch einmal das Video zeigen. Und zwar sieht man hier jetzt den Clip. Im Prinzip wurde die Insel über die Textur vom Pressure Plant gelegt. Das müssen ja die Leaker immer machen, müssen irgendeine andere POI, also irgendeinen anderen Ort aussuchen und das Ganze sozusagen damit ersetzen. Und ich glaube, hier bot sich das ganz gut an im Vulkan. Und man sieht hier auf jeden Fall die Insel oben mit einem Burgerkopf drauf, der auch jetzt eben halt neben Pleasant Park steht, dem Motelschild, dem ganz alten. Hier glaube ich auch das Schild von Lonely Lodge. Hier ist dann auch noch so ein Truck. Dann sieht man hier unten nochmal ein kleines Häuschen. Ich weiß nicht genau, wo man das zuordnen kann. Ich glaube, das ist aber auch vom Hotel. Unten sieht man Kevin drin. Sieht auf jeden Fall alles ziemlich nice aus. Und ja, hier unten sieht man auch noch die Höhle, die da reingeht. Wie gesagt, das kleine Motelstückchen. Oben im Prinzip das alte Haus, so wie es früher mal war. Allerdings dazwischendurch ist im Prinzip das Motel noch überlagert. Das heißt, so eine Mischung aus dem Motel und der schwebenden Insel.
Hier ist auch noch ein Noms-Schild. Das sieht schon ziemlich strange aus, weil sich ziemlich viel hier vermischt. Dann ist da noch eine kleine Halle. Hier unten ist noch der Seedamm. Beziehungsweise der Pool. Da unten, oder? So, da sieht man auf jeden Fall ganz gut den Pool. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus, alles hier. Freue mich schon auf die Insel und es gibt allerdings ein Leak, dass das eventuell nicht mit einem Riss, nicht mit einem Rift-Generator reinkommt, sondern dass es einfach so reinkommt. Und zwar wurde hier auf der arabischen, wenn man das Spiel auf Arabisch stellt, wurde der Neuigkeiten-Tab schon aktualisiert und jetzt ist hier eben halt so ein Warnungszeichen und unten eine Schrift. Bei der Schrift steht, glaube ich, zumindest laut Google Übersetzer, bald, oben steht bald und dann Disaster's coming, also weiß nicht genau, wie man es übersetzt, eine Naturkatastrophe im Prinzip kommt. Und das heißt, dass das eben halt etwas extra ist, weil die Städte bisher tatsächlich ja nicht angeteasert wurden und im Prinzip auch keinen großen Eingriff jetzt in die Spielwelt hatten. Und so ein Kevin, was natürlich früher mal ein Live-Event war, könnte jetzt im Prinzip erneut ein Live-Event in dieser Season sein. Und ich bin darauf auf jeden Fall schon gespannt. Ich kann euch auch nochmal den anderen Ladebildschirm zeigen. Zuerst ist der hier mit so einer radioaktiv verseuchten Symbol im Prinzip. Und ja, vielleicht hat das auch irgendetwas damit zu tun, dass im Prinzip der Würfel irgendetwas verseucht, etwas zerstört sozusagen damit. Er kann natürlich auch etwas damit zu tun haben. Und ja, es gibt nämlich jetzt auch noch eine weitere Sache. Und zwar der nächste Rift-Generator wird ja in das Depot gebaut und jetzt sieht man hier, dass einmal rechts hier die ganzen Roboterteile rumliegen und die anscheinend analysiert werden. Und dazu gibt es auch noch einen Game-File und zwar hier von dem kleinen Sensor, der oben ist, dieser Laser. Und der heißt eben halt Rocket Bits, das heißt Raketenteile-Scanner. Und das kann natürlich darauf hindeuten, dass er vielleicht, meine Vermutung war ja schon, dass der Besucher die Roboter auseinanderbaut, um die entweder zu analysieren oder um die im Prinzip für die ganzen Rift-Generatoren zu machen. Und es kann natürlich sein, dass er jetzt versucht, wieder eine neue Rakete zu bauen oder dass er die ganzen Teile eben halt benutzt, um die Rift-Generatoren zu bauen. Finde ich auf jeden Fall ganz nice. Die Story, also wie gesagt, die Story gefällt mir einfach unheimlich gut in Fortnite. Deshalb mag ich das Spiel auch noch, aber ich habe einfach keine Lust mehr, das so extrem aktiv zu zocken. Ab und zu vielleicht kommt auch mal der ein oder andere Stream. Minecraft kommt auch zwischendurch. Könnt ihr auf jeden Fall euch noch auf weitere Streams freuen. Zurzeit ist es unglaublich heiß und es bockt sich überhaupt nicht, eigentlich Videos und alles aufzunehmen. Ja. Trotzdem mache ich natürlich für euch die Videos und dann bis zum nächsten Video. Ciao.